Hallo ihr Lieben, hier ist die Anna aus der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld. Wie ihr wisst, Osterzeit ist auch Bastelzeit und so möchte ich euch heute eine Kleinigkeit zeigen, eine Ostergeschenktüte. Ganz einfach, wie schon gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dazu alles braucht. Eine Butterbrottüte oder Filtertüten. Wie immer eine Schere, bunte Stifte, ganz wichtig einen dicken Faserstift und Schleifenband oder es geht auch Wolle. Ja, legen wir los. Wir nehmen eine Butterbrottüte und schneiden die Osterhasenohren ein. Zeige ich euch. Jetzt heißt es, auf die Ostertüte ein Gesicht zu malen. Ihr könnt einen schwarzen Stift nehmen, ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch bunte Stifte nehmen, gerade wie ihr das möchtet. So sieht mein Hase jetzt nochmal für euch aus. Auf der Tüte. Ja, jetzt heißt es nur noch, die Ohren links und rechts mit Schleifenband oder mit Wolle zutüten. Aber wenn ihr die Tüte verschenken möchtet, nicht vergessen, was Süßes reinzulegen. Hahaha, schaut mal, wie einfach und auch lustig das Gesicht ist. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit bunter Farbe noch mal ein bisschen dekorieren, wie ihr möchtet, in eure Tüte noch mal ein bisschen mehr farbliche Akzente setzen. Mit einer Filtertüte könnt ihr das genauso auch ausprobieren und ist auch ganz einfach. Zuerst werden die Ohren wieder ausgeschnitten. Immer ein bisschen ausprobieren. Ja, und dann könnt ihr dann eben so ein niedliches Gesicht drauf malen und dann wieder zum Verschenken. Und die Ohren dann wieder zubinden. Schaut so wie hier. Und fertig ist auch da eine kleine Ostertüte aus Filtertüten. Ganz einfach. Ja, ich denke mal, damit bin ich am Ende und es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis demnächst. Tschüss!